Vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann leider die letzten Ausführungen der, wenn auch kleineren, Regierungsfraktion Bündnis 90 Grüne, Herrn Kollegen Mustafizade, nicht einfach im Raum stehen lassen, zulasten der gesamten Opposition, zulasten der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen, zulasten des Landeshaushalts und letztendlich tun Sie, Herr Kollege Mustafizade, dem Finanzminister auch keinen Gefallen, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, das Spiel ist zu Ende, wenn abgepfiffen wird. Abgepfiffen wird nämlich entweder 2017 und unter Berücksichtigung des aktuellen Themas, welches wir hier debattieren, 2020. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir ohne Plan und Ziel bis 2020 warten, ob hier was passiert sein wird, wie Sie es ausgedrückt haben, dann geht es uns allen verdammt schlecht. Und ich habe eben ausgeführt, dass wir einen transparenten Konsolidierungspfad von Seiten der Piratenfraktion erwarten, auch in Bezug auf die Globalpositionen, die nach wie vor nicht spezifiziert sind. Und wenn es das Ziel ist der Regierungsfraktionen, die Haushaltspolitik in den nächsten Jahren so zu gestalten, dass im Prinzip es nichts weiter ist als schön gerechnete Wunschzettel, die spekulativen Charakter haben, bis hin zum Jahr 2020, also über die Legislaturperiode 2017 hinaus, dann könnte ich an dieser Stelle nur attestieren, dass vor dem Hintergrund all dieser ganzen Orakel und Annahmen und Spekulationen eine gewisse Zockermentalität hier im Raume herrscht, die ich für dieses Hohe Haus, ehrlich gesagt, nicht gutheißen kann. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit.